Hi, hier ist Julia und ich spreche heute mit Leo Feistauer und Dominik Scharf, die zusammen mit Tim Cocklin die virtuelle Bühne für Kassel entwickelt haben. Wir sprechen über das Angebot für die Kultur- und Kreativszene und wie Kunst im virtuellen Raum stattfinden kann. Hi Dominik, hi Leo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr unsere Gäste seid. Wir starten immer mit Einstiegsfragen. Wie sah euer Alltag vor Corona aus? Leo, bei dir. Ich bin tatsächlich Referendar für Gymnasiallehramt, dem Fächer Musik und Spanisch. Und bis zur Quarantäne, bis zum Lockdown war ich in der Schule. Was man halt so macht als Referendar. Genau. Und bei dir, Dominik, wie sah da so der Alltag aus? Ja, ich habe auch wie Leo Musik auf Lehramt studiert, Mathe als zweites Fach. Das hatte ich ja. Und habe mich dann aber zum Ende des Studiums freiberuflich als Multimedia-Produzent selbstständig gemacht. Okay. Und mache momentan oder habe Geld verdient mit einigen Videos, die ich produziert habe, teilweise mit Leo in Kooperation. Ich habe Audioaufnahmen geleitet und viele Websites erstellt im letzten Jahr und bin parallel aber auch noch als Deutschlehrer in einem Integrationsprojekt und habe einen Musikverein, den ich musikalisch leite. einige Einzelschüler noch im Trompeteunterricht und dann wird das so ein sehr, sehr bunter Alltag. Wie viele Stunden hat dein Tag? Das hört sich jetzt gerade ganz... Ja, ich glaube, da würden die Meinungen von meiner Freundin und mir auseinandergehen, aber es ist jeden Tag was anderes und das ist ganz schön. Klasse, sehr schön. Und Leo, im Vorgespräch hatten wir so ein bisschen gesagt, die Corona-Krise hat euch wieder zusammengeführt. Was meinst du damit? Wir kennen uns seit Beginn des Studiums eigentlich. Wir haben zusammen gewohnt in der WG und eben zusammen studiert. Mhm. Dann nach dem Studium haben sich zumindest unsere beruflichen Wege ein bisschen auseinander bewegt. Und jetzt ist das Projekt, die virtuelle Bühne Kassel, entstanden, die sozusagen unsere Kompetenzen und Interessen wieder vereinigt in einem großen Projekt. Und jetzt sehen wir uns jeden Tag über Skype und das Internet und besprechen, planen, machen, gestalten, programmieren. Jetzt baust du aber einen riesen Spannungsbogen auf. Was ist denn die virtuelle Bühne? Die virtuelle Bühne existiert seit dem 1. April diesen Jahres und ist eine Online-Plattform, die als Bühne, als Veranstaltungsort, als Galerie, als Markt, habe ich was vergessen, all das fungieren kann für Kassel. Das heißt, wir bieten eine dynamische Infrastruktur in Form einer Website, auf der Kasseler Künstlerinnen und Künstler ihren Projekten eine digitale Heimat geben können, kann man sagen. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten entstanden, soll aber definitiv darüber hinaus auch existieren und einen Zuwachs für die Kasseler Kulturszene darstellen. Das hört sich super, super spannend an. Danke. Dominik, kannst du mal so ein Stück weit erzählen, wie läuft das Ganze ab? Also was muss man tun, was bietet ihr und was hat man im Prinzip als Kreativer aus Kassel oder Kreative? Genau, also die virtuelle Bühne Kassel ist primär momentan eine Website. Natürlich sind wir auch bei Facebook vertreten und bei Instagram, aber wir wollen ganz bewusst auch eine Alternative oder einen Zugewinn zu diesen bekannten Social-Media-Kanälen bieten. Und auf dieser Bühne laufen verschiedene Formate. Das Aktuellste, was gerade läuft, ist die Quarantäne-Chronik, bei der jeden Tag von einem Künstler, einer Künstlerin aus Kassel und Umgebung ein Beitrag gestaltet wird. Das können Texte sein, das waren schon Rezepte für Bärlauchpesto. Das sind Songs, das sind Videos. Dürfen auch gerne noch Foto werden. Es darf noch Tanz mit dazukommen. Das sind wir gerade noch im Gespräch. Die komplette Bandbreite, was man als Kunst- und Kreativschaffender anbieten kann. So ist es gedacht. Bildet ihr virtuell ab.
Genau. Ja. Und weitere Formate, also wir haben schon eine Episode von einem Konzert-Livestreaming-Format durchführen können, kurz bevor so dieser Lockdown irgendwie kam und es nicht mehr möglich war. Das werden wir aber auch fortführen, dass man kurze Konzert-Livestreamings hat. Und andere Formate laufen auch schon. Also wir haben zum Beispiel eine Bildergalerie von Saket Dekane, der so ein Kunstprojekt damit bei uns mit präsentiert. Und wir sind total offen für neue Formate, die da eben, oder wo beide Seiten gewinnen können, dadurch, dass man das auf die virtuelle Bühne Kassel holt. Das heißt, wenn man eine Idee hat als Kunst- und Kreativschaffender, dann kann man auch sich an euch wenden und sagen, hier wollen wir das Format mal ausprobieren und ihr macht das dann oder wie läuft das ab? Ja, unbedingt. Also wir sind ganz, ganz offen für neue Inspirationen von außen. Natürlich haben wir teilweise auch selber Ideen, die wir umsetzen wollen oder wo wir bewusst auf Künstlerinnen und Künstler zugehen. Aber wir wollen einen Zugewinn bringen, sodass der Künstler sagt, hey, ich möchte unbedingt dahin und die Bühne bleibt was Exklusives. Also dass es eben nicht eine Kopie ist von Sachen, die sowieso schon bei Facebook sind oder Instagram oder irgendwo anders, sondern dass die Besucherin, der Besucher ganz bewusst unsere Seite besucht, weil das besonders schick aussieht oder besonders viele Funktionalitäten hat, die man sonst eben nicht hat. Apropos Funktionalitäten, Leo, wie ist das eigentlich? Ich habe dann als Künstlerin, als Künstler etwas eingestellt. Kriege ich dafür Kohle? Ja. Da sind wir natürlich auch in der aktuellen Debatte drin, wie viel kostenloses Konzertstreaming und wie viel freie Kunst ist eigentlich gerade gut für die Kulturszene. Natürlich sind wir ganz, nicht mehr ganz am Anfang, aber wir sind noch in der Startphase der Bühne sozusagen. Das heißt, wir können noch nicht für alles 20 Euro Eintritt nehmen, das wollen wir auch gar nicht. Mhm. Trotzdem haben wir gesagt, wir können das nicht einfach frei machen. Jetzt gerade laufen die meisten Projekte, Formate auf Spendenbasis. Ja. Das heißt, ich kann virtuellen Applaus spenden in Form von Geld. Das heißt, ich kann zum Beispiel milden Applaus spenden, das wären 5 Euro. Oder ich kann Standing Ovations spenden, das wären dann 25 Euro zum Beispiel. Okay. Die dann zum allergrößten Teil direkt an die Künstlerin fließen. Wir müssen natürlich einen kleinen Satz abzwacken für Organisationen, Betriebskosten. Wir machen das Ganze aber nicht aus Gewinnmaximierung heraus. Wir wollen damit nichts einnehmen. Mhm. Es ist sozusagen... Ihr wollt ein Angebot schaffen. Genau, es ist ein Angebot für die Szene, genau. Super, das finde ich total, total spannend. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Optionen. Also man kann auch eine Paywall einsetzen. Also man kann zum Beispiel Video on Demand machen oder man kann Abos abschließen. Da sind wir gerade auch mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern in der Planung. Also das kommt auch auf das Projekt drauf an. Wenn jemand sagt, nein, ich finde das super, wenn das frei und offen für alle zugänglich ist, mir reichen Spenden, dann ist das okay. Wenn jemand sagt, nein, sind schon darauf angewiesen, dass da was zurückkommt, dann können wir das eben dynamisch gestalten, ganz individuell. Genau. Tolles Projekt. Du hattest das Stichpunkt frei und offen gesagt. Ihr seid ja eine barrierefreie Website. Wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, was heißt das? Barrierefrei heißt im Grunde erstmal, dass bestimmten Menschen der Zugang zu einer zum Beispiel kulturellen, zu einem kulturellen Event nicht gewährt ist, weil zum Beispiel finanzielle Hindernisse oder räumliche Hindernisse, dass einfach der Weg gar nicht erst gemacht werden kann. Allein eine Treppe kann irgendwo behindern. Eine Treppe, oder auch die Verkehrsanbindung oder was auch immer. Und das haben wir uns schon früh sozusagen ins Programm geschrieben, dass wir das abdecken wollen, weil wir eben die Möglichkeit haben, es komplett barrierefrei Kunst und Kultur anzubieten. Da wollen wir großes Augenmerk drauf legen, in Zukunft auch weiterhin.
Super. Wie geht es denn so weiter für euch, Dominik? Also plant ihr, wenn die virtuelle Bühne Kassel jetzt total einschlägt, ein deutschlandweites Format zu machen? Oder was sind so eure Pläne? Also momentan sind wir da völlig offen, was passiert. Aber uns gefällt schon der Gedanke, lokal zu sein. Also aus Kassel heraus, ein Team aus Kassel zu sein für die Kasseler Kult- und Kultur, Künstler und Kulturszene, das ist schon wichtig. Und es gibt ja viele globale Projekte. Das heißt, ich glaube, um Verbindlichkeit und Exklusivität auch zu wahren, ist das ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal in Kassel bleiben und es bleibt die virtuelle Bühne Kassel. Ich da einhaken darf. natürlich ist es auch eine Herzensangelegenheit, zumindest zu einem gewissen Grad, weil wir beide, wie gesagt, aus der vor allen Dingen aus der Musikszene und der Filmszene in Kassel kommen, da jahrelang selbst mitgemacht haben, immer noch mitmachen teilweise. Und wir wissen eben, was los ist. Wir wissen, wer welches Potenzial hier in Kassel so ist, existiert. Wir wissen auch, welches Potenzial gerade nicht ausgespielt werden kann, aufgrund eben der ganzen Schließungen und Absagen. Das war eben so eine Motivation, auch das Ganze zu initiieren. Genau, also wir haben auf jeden Fall auch eine ganz persönliche Bindung zu diesem Projekt. Ja. Was braucht es denn, Dominik, um jetzt richtig durchstarten zu können? Das ist eine spannende Frage, weil wir ja in unserer Selbstwahrnehmung gerade zumindest relativ gut durchstarten. Heißt, diese Quarantäne-Chronik läuft schön, da ist jeden Tag ein spannender Beitrag mit dabei. Wir sind dann nach wie vor noch offen für neue Beitragende, die Lust haben, was beizutragen. Und auch natürlich Spenden für diesen Kollektivtopf einzuspielen, für den momentan dieses Projekt auch dann genutzt werden soll. Aber ansonsten sind wir offen für andere Inspirationen auch, also neue Formate, die wir da etablieren können. Und natürlich gibt es auch Formate, die erst weitergehen können, wenn man sich wieder mit zumindest mal 15 Menschen vielleicht in einem Raum treffen kann. Mhm. Dann kann man wieder Konzerte anbieten, Konzertstreamings anbieten, um damit die Reichweite natürlich schnell zu erhöhen, ohne dass da gleich wieder 200 Leute in einem Raum sitzen. Und ich glaube, das ist ein Format, was auf jeden Fall mittelfristig noch eine Rolle spielen kann. Und darüber hinaus auch, wenn wir jetzt an Barrierefreiheit denken. Künstlerische Beiträge sind natürlich das eine. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer, wie hier heute bei euch, über Vernetzung, über Weitertragen der Idee, des Projektes, natürlich finanzielle Unterstützung, ein gewisses Kapital, um agieren zu können, ist immer gut. Also wenn man jetzt auch an Webhosting und Programmierung denkt, da gibt es Plugins, die kosten Geld, damit kann man die Seite einfach noch attraktiver, noch funktionaler gestalten. Ja, und vor allen Dingen eben die Vernetzung. Also wir wollen auch ganz direkt auf andere Institutionen, Kultureinrichtungen zugehen und natürlich überhaupt keine Konkurrenz oder sowas darstellen, sondern wie gesagt eben ein zusätzliches anbieten, was idealerweise sich verzahnt mit dem, was schon da ist und ergänzt. Genau. Super. Wir stellen unseren Gästen immer so drei abschließende Fragen. Und ich fange einfach mal den Satz an und ihr beendet ihn jeweils. Mein prägendstes Erlebnis während Corona war? Ich bin mal so frei. Ich würde es in die Mehrzahl setzen. Die prägendsten Erlebnisse waren wahnsinnig viele gute Telefonate. Und zwar natürlich auch mit Freunden, mit denen man vorher weniger Kontakt hatte. Aber aus Sicht dieser Bühne und aus Sicht eines frisch gebackenen Kulturförderers oder so, auch mit ganz vielen anderen Kulturschaffenden, also Menschen, denen Kulturförderungsinstitutionen gehören, die sich dafür engagieren, mit denen in den Austausch zu kommen, wie man gegenseitig da sich erstmal natürlich kennenlernt und sagt, was man vorhat, was man macht.
und ausnutzen, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das waren wirklich sehr, sehr viele, auch sofort sehr lange Telefonate, die nicht nach 10 Minuten vorbei sind, sondern wo man sich sofort 45 Minuten angeregt austauscht. Und das fand ich total schön in den letzten Wochen. Ich glaube, was ich am spannendsten finde immer noch, sind sämtliche Entwicklungen, die auf einmal aus dem Nichts scheinbar stattfinden. Also es wird auf einmal ganz neu artikuliert, was eigentlich zählt, was wichtig ist. Es ist irgendwie ein Riesenmotor bei uns ja auch, Dinge zu starten, wie gesagt, zu formulieren, was einem wichtig ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Auf allen Ebenen, künstlerisch, politisch, sozial. Also das finde ich weiterhin höchst spannend, was da alles passiert. Was ist denn so das Erste, was ihr nach Corona macht? Also wir sind ja eigentlich ein Team aus 3 Personen, beziehungsweise Lisa Schwärmer-Funke war noch am Anfang mit dabei, dann waren wir zu viert. Und jetzt ist Tim Kogli noch als 3. mit im festen Orga-Team dabei. Und ich freue mich darauf, mit den anderen beiden mal in der Stadt endlich einen Kaffee oder einen Tee trinken zu gehen, weil wir uns zwar täglich teilweise stundenlang hören und wenn die Internetverbindung das zulässt, auch sehen. Aber es wäre schon schön, sich auch einfach unter 6 Augen nochmal austauschen zu können, was wir eigentlich gerade machen oder gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Leo, bei dir? Wieder auf analoge Bühnen zu gehen, auf ganz greifbare, mit echten Menschen, vergisst man, nein. Sorry. Fang nochmal an, kein Problem. Gut. ich glaube, bei mir ist es, wieder auf ganz echte analoge Bühnen zu gehen, aus sämtlichen Bereichen, Theater, Musik, Kino, ich weiß es nicht. Das vermisse ich schon, obwohl wir dieses Projekt, was in die gegensätzliche Richtung geht, machen, ist das ganz schön wichtig. Und ich glaube, das ist was, worauf ich mich sehr freue. Sehr schön. Und was sollten wir uns von der Corona-Zeit beibehalten? Den Diskurs. Den Diskurs, das Ernstnehmen von Anliegen, die vielleicht sonst nicht so gehört werden. Ich glaube, ich muss sie nicht alle aufzählen, aber ja, so eine Krise wirft eben das auf, was für viele Leute oder was für alle Leute individuell am wichtigsten ist. Mhm. Und den Diskurs darüber sollten wir uns beibehalten. Ja, und die virtuelle Bühne Kassel. Also es ist ja doch eins der Produkte, die einfach nicht entstanden wären, wenn dieses Virus nicht so eine Wirkung auf die Welt gehabt hätte. Das klingt nach Leos Ansprache ein bisschen platt, aber es ist natürlich, also wir versuchen das Beste draus zu machen, ich glaube, das kann man schon sagen. Und dann gibt es auch Produkte, neue Ideen und Kooperationen, die man danach weiter nutzen kann und ausbauen kann. Sehr gut. Dann herzlichen Dank, dass ihr beide unsere Gäste wart. Tragt die virtuelle Bühne weiter, verbreitet sie, spendet ganz viel Standing Ovations. Ich glaube, das ist jetzt gebraucht. Tolles Projekt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.